Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Heute gibt's ein Video zum Thema Sport während deiner Diät. Und zwar werden wir heute uns ein bisschen bewegen und unseren Kreislauf in Schwung bringen. Du weißt vielleicht, dass wenn du eine Diät machst, dass es dich mehr friert, dass du oft das Gefühl hast, dass du nicht so fit bist, etwas schlapp bist, dich müde fühlst. Das ist ganz normal, denn der Körper schaltet natürlich so ein bisschen einen Gang runter, unseren Stoffwechsel runter und versucht dadurch natürlich auch wenig Energie zu verbrauchen, denn er bekommt ja auch wenig Energie zugeführt. Und wenn wir uns jetzt dem nachgeben und uns wirklich auch ausruhen und hinlegen, das ist natürlich auch gut während einer Diät, aber auch gut wäre es, sich dann zu bewegen und den Stoffwechsel ein bisschen auf Touren zu bringen, damit du auch dann wirklich Fette verbrennen kannst. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir Muskeln aufbauen, also dass wir unsere Muskeln trainieren, die dann, während wir uns bewegen im Alltag, auch sehr viel Energie verbrennen und natürlich auch während dem Sport machen. Also ganz wichtig, unsere Muskulatur, unser Energieverbrenner, unser Fettverbrenner, dass wir die so ein bisschen aufbauen und fordern. Und das werden wir heute machen. Ich habe die Brasis gewählt, die zusätzlich auch durch die Noppen noch unsere Rezeptoren in den Händen so ein bisschen ansprechen, die natürlich auch unsere ganze Rumpfmuskulatur stabilisieren, unseren ganzen Rumpf ansprechen, Arme, Schultern, Bauch- und Rückenmuskulatur. Und wir werden die einfach mitnehmen. Wenn wir jetzt unseren Kreislauf ein bisschen in Schwung bringen, dann wirst du merken, dass es dir auch besser geht, dass du dich fitter fühlst. Also viel Spaß beim Bewegen. Wir fangen zuerst mal an, ganz locker zu gehen. Von der Fußspitze auf die Ferse abrollen. Also denk dran, es kann sein, dass du vielleicht weniger Kraft hast, wie du eigentlich von dir gewohnt bist, wenn du gerade eine Diät machst. Das ist ganz normal. Aber du wirst auch merken, dein Körper kommt gleich auf Tour, wenn du ein bisschen anfängst, dich zu bewegen. Also überliste ihn und beweg dich. Atme erstmal ein, nimm die Arme hoch und nochmal aus. Nochmal tief ein und nochmal aus. Einatmen und aus. Noch einmal und aus. Tippe nach vorne, rechts und links. Einfach mal die Fußspitzen. Jawohl, denk an deine Aufrichtung. Denk dran, deinen Bauchnabel sanft nach innen zu ziehen. Und die Arme einfach locker mitnehmen. Jawohl. Vier noch. Noch zwei. Und mal nach außen tippen. Rechts und links. Außen. Gut. Nochmal. Vier. Drei. Zwei. Und noch einmal nach vorne tippen. Nach vorne. Rechts und links. Und noch einmal nach außen. Rechts und links. Jawohl. So, und da bleibst du jetzt. Kommst ein bisschen mehr in die Bewegung. Wirst größer. Knie nach außen Richtung Fußspitzen. Lass die Arme locker mitschwingen. Von rechts nach links. Nochmal. Nur den rechten Arm. Denk mal auch dran, dass du während einer Diät genug trinkst. Es regt nochmal die Fettverbrennung an. So 2,5 Liter am Tag wären ganz gut. Wasser. Nochmal. Und dann wechsel die Seite. Anderen Arm. Nimm deine Schulter mit. Dein Schultergürtel in die Bewegung mitnehmen. Brustwirbelsäule mobilisieren. 4, 3, 2 und wir gehen am Platz. Einfach mal gehen. Knie Richtung Fußspitze wieder. So, und jetzt darfst du schon mal ein bisschen tiefer kommen. Merkst du schon, dass sie warm wird? Auch die Füße, die Hände? Gut. Ganz locker hier unten marschieren. Und dann darfst du ruhig noch ein bisschen tiefer gehen. Kräftigen jetzt unsere Oberschenkel. Große Muskelgruppen, die dann auch viel Energie verbrennen.
Bleib hier. Nimm deine Arme mal langsam nach vorne. Wir gehen tief und richten uns nochmal auf. Nochmal tief. Setz dich wirklich weit nach hinten auf die Ferse. Po anspannen, wenn du nach oben kommst. Richtig fest. Acht noch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Es gibt knackige Beine. Wenn du merkst, dir wird es zu viel, dann mach einfach ruhig ein bisschen weniger. Haben wir noch acht. Also ruhig mal Pausen einlegen. Vier noch. Vier. Drei. Zwei noch. Jetzt bleibst du unten. Dreimal. Eins, zwei. Kommst nochmal hoch. Und eins, zwei. Nochmal. Super. Eins, zwei. Bleib unten, die letzten acht. Wenn es brennt, dann weißt du, dass wir jetzt Muskelzellen aufbauen. Dann wird es richtig effektiv. Drei, zwei, einen. Bleib hier unten. Halte nochmal. Halte, halte. Vier, drei, zwei. Und lösen. Ganz locker tippen. Schön. Ein bisschen enger. Die Füße hüftbreit. Ich drehe mich wieder ein bisschen zur Seite. Lass erstmal die Oberschenkel locker. Denk nochmal an deine Aufrichtung. So, noch eine Übung für einen knackigen Po. Bleib hier, ein bisschen breiter wie hüftbreit. Und setz dich nach hinten. Wir kommen tief. Und komm wieder hoch. Der Po ist ein Aufzug. Tief, hoch. Nochmal. Wir nehmen ein bisschen unseren Rumpf mit. Wenn wir tief gehen, versuchen wir zweimal nach oben zu bouncen. Also zwei, hoch. Zwei, hoch. Maximal in die Waagrechte deine Oberarme. Nochmal. Tief, tief, hoch. Spannung im Bauch. Geht noch. Jetzt wird es warm. Nochmal. Acht noch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Halte unten. Bleib hier. Und machen nochmal ganz kleine Mini-Moves. Für deine tiefen Rumpfmuskeln geht's in Oberschenkeln. Letzten vier. Drei. Zwei. Und löse. Ganz locker gehen. Sehr, sehr gut. Bleib in Bewegung, dass es dir auf keinen Fall schwindelig wird. Komm jetzt runter auf den Boden. Nimm ein Knie nach vorne, komm tief. Wir gehen in den Vierfüßlerstand. Das heißt, deine Hände unter deine Schultern platzieren. Zieh dich hier raus aus den Schultern. Knie unter dein Becken. Bauchnabel nach innen oben ziehen. Und jetzt nimm deine rechte Hand ein Brasil. Dein linkes Bein kommt zurück. Mach dich mal so richtig lang. Becken parallel zum Boden. Und jetzt machst du mal hier außen ganz kleine Mini-Moves. So trainieren wir unsere tiefen Bauchmuskeln, die unsere Taille formen übrigens. Unsere tiefen Rumpfmuskeln. Zuerst mal stabilisieren. So, und jetzt gehst du langsam. Der Hand zum Knie und streck sie nochmal in die Länge. Hand zum Knie. Noch zweimal. Rücken strecken, Muskulatur. Bleib nochmal hier. Kleine. Gut. Bauchspannung. Geniale Übung für die Taille. Vier. Drei. Handgelenk stabil. Bleib hier. Nimm die Hand auf den Rücken. Jetzt nimmst du das linke Bein nach oben. Und wir gehen langsam Richtung Boden
und wieder hoch. Ein bisschen schneller. Tief. Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Für dein Po. 8, 7, 6, 5. Denk mal dran, dass dein Rücken ganz ruhig ist. Bleib oben, mach kleine. 8, 7. So, jetzt müsstest du dein Gesäß spüren. Oberschenkel, Rückseite. 4 nur noch. Noch 2. Halte. Löse. Entspann dich kurz. Setz dich zurück. Nach hinten Richtung Ferse. Letztes Bein. Nach vorne. Hände unter die Schultern platzieren. Knie unter dein Becken. Raus aus den Schultern. Rechtes Bein zurück. Linke Hand nach außen. Und zuerst mal ganz kleine Minimoves. Ich rutsche noch ein bisschen vor. So, stabilisiere dich erstmal hier. Und jetzt ziehst du das Knie Richtung Hand. Werde rund und mach dich nochmal lang. Für einen flachen, stabilen Rücken. Und jetzt bleibst du noch einmal außen. Shake nochmal. Und immer wieder reinspüren in deinen Bauchmuskel. 4, 3, 2. Halte auf den Rücken. Beug dein Knie. Bauch ist fest. Jetzt gehst du erstmal langsam tief hoch. Genau. Wichtig ist, stabil bleiben hier. So, noch 8, 8, 7, 6. Fußsohle zieht in Richtung Decke. Bleib oben. Kleine. Hoch. Merkst du was im Po? Ja, oder? Ziehen. Halte nochmal. Ganz langsam wieder lösen. Kurz entspannen. Setz dich zurück. Richtung Ferse. Und komm einmal nach vorne. Dreh dich um. Setz dich hin. Fass deine Oberschenkel. Wir rollen uns langsam mal ab. In die Rückenlage. Lassen die Füße wieder hüftbreit geöffnet. Und schieben jetzt mal mit dem Steißbein Richtung Ferse. Schieb die Füße in den Boden. Und komm jetzt hoch und nicht ganz ab. Versuch mal ganz bewusst mit den Füßen in den Boden reinzuschieben. Noch eine Übung für einen knackigen Po. Maximal bis zur Schulterblattspitze, gar nicht höher. Ich mache ein bisschen leiser. Genau. Er muss gar nicht höher gehen, wirklich Schulterblattspitze. Arme kommen jetzt dazu. Wenn du rauf gehst, sind deine Arme vorne. Wenn du hinter gehst, sind deine Arme hinten. Also wenn du runter gehst, Arme hinten. Hoch, ab, hoch, ab. Nochmal. 8 noch. 8, 7. Du darfst deine Füße jetzt schon mal ein bisschen näher zusammenstellen. Deine Knie auch. 4, 3. So, und jetzt bleib dein Po oben. Halte mal hier. Halte. Und zieh jetzt nur deine Beine im Wechsel ran. Das heißt, dein rechtes Bein, dein linkes kommt hoch. Und versuch mal, dein Becken wirklich ganz parallel über dem Boden zu halten. Ist nicht einfach. 8. Auch hier ist wieder dein Bauchmuskel dabei. Dein unterer Rücken, Gesäß, Rückseite, Oberschenkel. Bleib jetzt oben mit rechts. Hier bleiben und mal ganz kleine Minimoves. Vorsicht, immer noch halten. Vorsicht, Becken hoch.
Aufpassen. Seite wechseln. Linkes Bein. Eine Seite fällt dir vielleicht leichter. Denk bei den Mini-Moves immer dran, dass deine Handgelenke stabil sind. Mit diesen Bewegungen trainierst du deine tiefen Rumpfmuskeln. Und stell deinen Fuß wieder auf. Roll dich langsam ab. Öffne mal deine Hände. Fass mal die Brasiers mit deinen Daumen. Stütz mit den Fingern deinen Kopf. Bauch sanft nach innen ziehen. Atme jetzt aus und heb deinen Oberkörper. So, richtig runterdrücken, dein Bauchnabel. Jetzt geht es uns an die schrägen Bauchmuskeln. Linke Hand zum rechten Knie, rechte Hand zum linken. Und lass die kleinen Finger Richtung Knie ziehen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und das Ganze nur mit einer Seite. 8, nach hinten, 7. Wenn es nicht mehr geht, mach wirklich mal eine Pause. Denk dran, dein Kreislauf ist vielleicht nicht ganz so in Schwung wie sonst. Wechseln. Noch 8, 7, 6, 5. Jetzt müsstest du was spüren. Also ich merke was. Schaffe noch eine Runde. Wechseln. Hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und wechseln. Haben wir jetzt noch 8, 7. Wie viel noch? 4. Endspurt. Noch 2. Und halte. Entspann dich. Mach dich mal so richtig, richtig lang. Ich mache uns mal ein bisschen entspannendere Musik. Mach dich richtig lang. Arme und Beine auseinanderziehen. Ah, geschafft. Vielleicht sind deine Hände und Füße jetzt wieder warm. Atme tief in den Bauch ein und aus. Und dann stellst du mal deine Füße auf, lass die Fußsohlen zusammen und deine Knie nach rechts und links außen kippen. Dehn die Innenseite und entspann deinen Beckenboden. Nimm ein Bein zum anderen Bein dazu, Kopf zur Gegenseite. Nacheinander zur Mitte, zur anderen Seite. Dehn die Bauchmuskeln. Nacheinander wieder zurück. Fass ein Bein, lass die Brasiers ruhig liegen. Zieh dich mit rauf. Komm eins weiter auf deine Knie, auf deine Hände. Mach deinen Rücken erstmal ganz rund. Und zieh deinen Bauchnabel zum Boden. Noch einmal ganz rund. Zum Boden. Den Rücken nochmal gerade machen, auf die Füße kommen, zurück mit den Händen, streck deine Beine, immer so weit wie du kannst, spür die Dehnung in der Rückseite, beug deine Knie und roll dich ganz langsam über die Mitte, nach oben gerne mit abstützen, komm zum Stehen, lass mal locker, fleißig, lass die Schultern ganz locker zurückreißen. Also denk dran, wenn wir eine Diät machen, dann versucht unser Körper so ein bisschen runterzuschalten, um nicht viel oder um möglichst wenig Energie zu verbrennen, weil er bekommt ja auch weniger.
wenn wir ihn dann ein bisschen fordern und Energie verbrennen, dann ist die Diät natürlich umso effektiver. Schultern zurück, rechts und links. Atme nochmal ein, nimm die Arme lang nach oben. Heb dein rechtes Bein, fass den Fuß und öffne deinen linken Arm nach hinten, sodass du merkst, dass du deine Brustmuskeln aufdehnst. Drück den Fuß ein bisschen in die Hand. Spür die Dehnung vorne im Oberschenkel. Und dann löse wieder, wechsel die Seite. Unser Körper ist wirklich schlau. Wenn wir ihm wenig geben, dann gewöhnt er sich auch daran. Also versuch ruhig, ihn herauszufordern und nicht immer wenig zu essen zu geben, sondern auch mal einfach das essen, worauf du Lust hast. Und dann die nächsten Tage einfach wieder gesund ernähren. Also so ein Tag in der Woche darf ruhig auch mal dabei sein, wo wir richtig sündigen. Wenn du an den anderen Tagen dich gesund ernährst, dann ist das völlig okay, sogar nur positiv, weil wir den Stoffwechsel damit anregen. Dann löse, locker nochmal, atme ein, mach dich lang, atme aus, lass nochmal locker, atme ein, streck dich und dann zieh dich ruhig nochmal nach oben, regel dich. Wenn du noch mehr Infos haben möchtest, schau mal unten bei mehr Anzeigen, da findest du noch mehr Informationen. Wenn dir das Video oder das Workout gefallen hat, hast du oben beim Infopunkt noch mehr Videos in der Art. Öffne die Arme, öffne nochmal dein Brustbein. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ganz einfach beim nächsten Mal wieder dabei bist. Atme ein, Arme zurückziehen, aufrechte Haltung, atme aus und löse deine Arme wieder. Also, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich schon.